und willkommen zur Hessenschau am Samstagabend. Danke fürs Einschalten. Das sind heute unsere Themen. Wir erinnern am Tag der Organspende daran, dass auf diese Weise Menschenleben gerettet werden können. Außerdem besuchen wir das Christeberg Robin Hood Musical in Fulda und wir werfen schon mal einen Blick auf die Urlaubsvorbereitung. Haben Sie auch schon gebucht oder vielleicht konkrete Pläne? Auch viele, die sich die letzten beiden Jahre zurückgehalten haben, die wollen wieder weg. Das merkt man. An vielen Stellen läuft es wegen Corona und den Spätfolgen noch lange nicht wieder rund. Wir sagen Ihnen, wie der Urlaubsspaß nicht zum Urlaubsstress wird. Fremde Landschaften, reizvolle Aussichten, Chillen im Pool, Erholung mit jedem Schritt. Leichtigkeit, wie sie nur Urlaub verspricht. Nach 2 Jahren Pandemie haben viele Fernweh. Allerdings, wo Reiselust die Massen ergreift, ist Reisefrust nicht weit. Auch weil es nach dem Corona-Tief an Personal fehlt, nicht nur hier am Frankfurter Flughafen. Ganz unten in der Halle sind die Leute völlig überfordert. Und die Reisenden wissen auch nicht, wohin. Es ist auch niemand da, der einem sagt, welches Gate, welche Security Line. Ja, ziemlich anstrengend. Ja, jetzt stehen wir an und sind allein gelassen, müssen die Tickets selber ausdrucken da vorne und lauter solche Sachen. Aber wir sind schon letztes Jahr von Emirates gewöhnt gewesen. Es ist halt Personalmangel, ne? Wir geben Ihnen heute Tipps, damit Sie aus Ihrem Sommerurlaub 2022 vor allem schöne Erinnerungen mitbringen. Carla Schenk-Akbulut ist Expertin für entspannte Trips um die Welt. In ihrem Dietzenbacher Reisebüro haben sie und ihr Team wieder einiges zu tun. Nach 2 Jahren Corona-Pause merken wir das richtig, dass die Menschen darauf brennen, mal wieder zu fliegen, ans Meer zu kommen, ins Warme zu kommen. Besonders beliebt sei der Mittelmeerraum. Die Fernreisen sind im Moment noch mit Beschränkungen behaftet. Es besteht eine Testpflicht in vielen Ländern, sowohl für geimpfte als auch für ungeimpfte Personen. Es müssen Formulare ausgefüllt werden zur Einreise und das lässt einige noch zaudern bei der Fernreisebuchung. Allerdings, die Angebote werden langsam knapp. Deshalb Tipp 1, schnell buchen. Es wird immer weniger und es wird immer teurer. Und die Auswahl, die am Ende bleibt, ist meistens nur noch der Rest einfach. Tatsächlich sind die Preise für eine Pauschalreise um 11% im Vergleich zu 2019 gestiegen, so der Branchendienst Travel Data and Analytics. Aber das hält offensichtlich kaum jemanden ab vom Urlaub. Damit der nicht nervig beginnt, unser zweiter heißer Tipp: mehr Pufferzeit am Flughafen einplanen. Wie Sie sehen, ist es schon relativ voll hier an den Kontrollstellen. Wir sind zusammen mit unseren Sicherheitsdienstleistern gut vorbereitet auf die steigenden Passagierzahlen. Natürlich ist es wie überall, wo viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind, lassen sich Staus nicht ganz vermeiden. Ganz wichtig für uns, um es zusammenzufassen, packen Sie so wenig ins Handgepäck wie möglich. Packen Sie nur ein Handgepäckstück, lassen Sie die Elektronik im Reisegepäck. Das spare Zeit. 175.000 Passagiere zählen sie heute in Frankfurt. Nicht ganz so viele wie vor Corona, aber eben doch mehr als noch vor kurzem prognostiziert. Mindestens 2,5 Stunden sollte man vor seinem Flug da sein und damit rechnen, dass man beim Rückflug bis zu 3 Stunden auf sein Gepäck wartet. Es war vorher schon bekannt, dass es chaotisch werden wird. Insofern sind wir auch sehr früh da und was wir gehört haben, gibt es zusätzlich auch noch technische Probleme heute. Wir mussten auch lange am Gate warten, dass die Maschine reinkam. Die hat dann 20 Minuten noch gewartet und jetzt auch etwa 3/4 Stunde aufs Gepäck. Mehr Zeit braucht auch die Bundesdruckerei. Unser Tipp 3, rechtzeitig den Reisepass beantragen. Das kann im Moment 6 Wochen dauern, bis der da ist. Aber dann, ja dann kann es losgehen. Ich freue mich besonders auf den Strand. Einfach mal so wieder den Kopf frei bekommen und ich glaube, das tut uns allen dann ziemlich gut. Urlaub 2022. Mit guter Vorbereitung kann man sich viel Stress sparen. Ja, bei den Bildern bekommt man richtig Lust auf den Urlaub. Wir kommen zu einem Thema, mit dem sich kaum jemand gerne auseinandersetzt, weil man sich mit dem eigenen Tod beschäftigen muss, mit dem Thema Organspende. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist es eigentlich etwas sehr Schönes, wenn man im Fall der Fälle über den Tod hinaus anderen Leben schenken kann. In Gießen, da gab es heute eine Radtour, mit der dafür geworben wird, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich zur Organspende bereit zu erklären. Organisiert von Ärzten der Universitätsklinik Gießen-Marburg und mehreren Vereinen.
Die etwa 40 Kilometer lange Strecke verlief über Lich und Kloster Arnsburg zurück nach Gießen. Unter den 150 Teilnehmern waren auch 30 Transplantierte. 560 Patienten warten in Hessen auf eine Organspende. In den ersten 4 Monaten gab es aber nur 13 Spender und 46 Organe, die entnommen werden konnten. Das ist sehr wenig. Unser Kollege Sebastian Kisters hat den Kampf der Ärzte und ihrer Patienten einen Tag lang begleitet. Damit wollen wir jetzt also eine Lunge abholen, weit im Westen Englands. Fast 400 Menschen warten in Deutschland auf eine Spenderlunge, aber in den vergangenen Monaten ist die Zahl der Organspenden eingebrochen. Ich möchte erfahren, wie läuft so etwas eigentlich ab, eine Organspende? Heute also eine Lunge aus England einzufliegen. Aber dann ruft der Koordinator der Deutschen Stiftung Organtransplantation an. Wir werden nicht starten. Alles klar. Gut, dann geht's woanders hin. Alles klar, danke. Tschüss. Engländer haben Probleme. Spende findet erstmal nicht statt. Aber es könnte einen anderen Spender geben. 2 Stunden später stehe ich hier ganz rechts im Bild vor einem Operationssaal in einer großen Klinik. Ein Ärzteteam aus Freiburg ist gekommen, um einem Mann die Lunge zu entnehmen und sie einem Menschen zu bringen, der damit vielleicht endlich wieder normal atmen könnte. Wie hoch ist die Chance, dass das jetzt klappt? Ich würde sagen 50-50 ungefähr. Das ist ein relativ grenzwertiges Organ. Der potenzielle Spender ist starker Raucher gewesen. Aber ich spüre hier bei den Vorbereitungen zur Operation, die Mediziner greifen gerade nach jedem Strohhalm. Auch grenzwertige Organe werden angeschaut. Lungen, Nieren, Herzen von Menschen, die zu Lebzeiten zugestimmt haben, dass sie Organe spenden möchten, wenn sämtliche Hirnfunktionen erloschen sind. Jetzt warten. Kann die Lunge noch einen Menschen retten? Auch die Leber soll transplantiert werden. Wer darf hoffen? Neuigkeiten aus dem OP. Okay, kein einziges. Okay, gut. Dann herzlichen Dank und für Sie alles Gute, ja? Danke für den Anruf. Tschüss. Ciao. Kein einziges Organ. Dann eine Überraschung. Die Engländer haben sich gemeldet. Das Flugzeug soll doch kommen, um die Lunge abzuholen. Eine Crew hier steht für solche Einsätze Tag und Nacht bereit. Wir nehmen Kurs auf Cornwall. Landung nach gut 2,5 Stunden. Es gibt Nachrichten aus dem englischen Krankenhaus. Das Organ wird noch etwa 20 bis 30 Minuten dauern. Das heißt, wenn das Organ kommt, sind wir sofort bereit für den Rückflug und brechen wieder auf zurück nach Reichelsheim, um die Lunge so schnell wie es geht zum Empfänger zu bringen. Doch es dauert. 20 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden. Dann die Nachricht. Wir fliegen ohne Spenderorgan zurück. Ja, wir sind nach wie vor in England und haben gerade durch die Einsatzzentrale erfahren, dass das Organ leider nicht transplantabel ist. Das bedeutet, wir müssen unverrichtete Dinge wieder zurückfliegen. Und das ist natürlich für alle an dem Projekt Beteiligten ein großer Rückschlag. Aber am schlimmsten ist es natürlich für den designierten Empfänger, dass wir jetzt mit leeren Händen zurückkommen. Weil das Organ eben aus medizinischen Gründen nicht transplantiert werden kann. Ärztinnen in einer deutschen Klinik standen schon bereit. Ein Fahrer. Vergeblich. Wie erst einmal auch die Hoffnung eines Menschen, wieder richtig atmen zu können. Aber es gibt auch Tage, da klappt alles. 283 Menschen haben im vergangenen Jahr eine Spenderlunge bekommen. 329 ein Spenderherz. Ich fahre zu Tamara Schwab. Sie hatte 3 Herzstillstände und stand auf der Warteliste. Vor 9 Monaten kam eine Krankenschwester nachts an ihr Bett. Es gibt ein Herz für dich. Und dann? Überwältigend. Ich hatte eine Achterbahn der Gefühle. Es war alles dabei. Von Trauer für den Menschen, über Angst, über Freude, über Panik irgendwo. Es war Wahnsinn. Nun kann sie wieder lachen und ans Meer reisen und hineinhüpfen. Tamara wird wohl nie erfahren, wer der Spender war. Aber sie durfte den Angehörigen einen anonymen Brief schreiben, den die Stiftung Organtransplantation übergibt. Ich habe meine Geschichte erzählt, was mir passiert ist und warum es bei mir zu der Transplantation kam. Ja, ich versuche damit
ein Stück weit Danke zu sagen und zu zeigen, dieses Herz ist jetzt gut aufgehoben und ich gebe mein allerbestes, dass dieses Herz ja, es ihm lange gut geht und es noch ganz viel auch von der Welt entdecken kann. Ja. Tamaras Geschichte macht mich glücklich. Und doch bekomme ich den vergeblichen Flug nach England nicht aus dem Kopf. Mehr als 8000 Menschen in Deutschland warten gerade auf eine Organspende. Wir vertiefen dieses wichtige Thema mit Ana Paula Barreirusch, Nordhessin mit portugiesischen Wurzeln. Sie ist Ärztin, hat selbst jahrelang Organe transplantiert und sie ist geschäftsführende Ärztin der Deutschen Stiftung Organtransplantation Region Mitte. Frau Barreirusch, die Zahl der Organspenden ist jetzt in der letzten Zeit sogar zurückgegangen. Warum das denn? Richtig. In Hessen hatten wir wirklich einen großen Einbruch, aber auch deutschlandweit hatten wir einen großen Einbruch, gerade in den ersten 4 Monaten. Wir waren eigentlich mit dem blauen Auge durch die Corona-Zeit gekommen in Deutschland, gerade im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, und jetzt die ersten 4 Monate wirklich ein Einbruch um 30%. 30% weniger Organspender. Einmal die Corona-Pandemie, die natürlich auch vor den Krankenhäusern nicht Halt macht. Die Mitarbeiter in den Krankenhäusern waren infiziert. Sie konnten sich nicht im Prinzip um die Organspender, um die Patienten kümmern. Und dann natürlich ein wichtiger Punkt, Corona-positive Spender hatten wir für eine Transplantation ausgeschlossen, weil wir Angst hatten, dass Corona auf die Empfänger übertragen wird. Jetzt aber seit Ende März durch ausländische Daten, andere Länder hatten früher angefangen, diese Patienten auch als Spender zuzulassen, haben wir gelernt, dass das Risiko wirklich minimal ist. Und in einer guten Abwägung ist das nun erlaubt. Und wir sehen jetzt auch ein bisschen ein kleines Licht am Horizont, nämlich dadurch sind tatsächlich die Spenderzahlen im April und auch im Mai zumindest ein bisschen besser geworden. Sie sagen, es ist ganz wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, einen Organspendeausweis mit sich zu führen, selbst wenn man vielleicht für sich entschieden hat, dass man das nicht möchte. Das kann man darauf auch ankreuzen. Warum ist das so wichtig? Das ist unheimlich wichtig, wirklich. Und Sie haben es eben schon gesagt, ein Ja oder ein Nein. Einfach für sich selbst einmal im Leben damit sich beschäftigen. Für sich selbst entscheiden, möchte ich, wenn ich tot bin, meine Organe spenden, möchte ich das nicht. Es ist so wichtig, weil ich damit meine Angehörigen entlaste. In dem Moment der tiefen Trauer, wenn dann gesagt wird, mein geliebter Mensch ist verstorben, muss ein Angehöriger vielleicht die Entscheidung treffen. Dabei hat er noch nie mit dem anderen darüber geredet. Und um das vorzubeugen, ist es ganz wichtig, dass man sich diesen Moment einmal nimmt und für sich selbst entscheidet. Ja oder nein, beides ist gut. Wir haben jetzt gehört, 30 Teilnehmer bei der Radtour, ja. Ein sehr positiver Fall auch in unserem Film. Wie gut sind denn die Chancen heute, dass so eine Transplantation auch langfristig gut funktioniert? Wir haben ja heute in Mainz den Tag der Organspende gefeiert. Und jedes Jahr, wenn das stattfindet, gibt es die Aktion der geschenkten Jahre. Da sammeln sich Transplantierte und halten ein Plakat vor sich mit der Jahreszahl, wie lange sie mit dem transplantierten Organ leben. Und heute waren es 41 Transplantierte und es sind 527 Jahre zusammengekommen. Also man kann sehr gut viele Jahre, sogar Jahrzehnte mit dem Organ. Heute war eine Frau dabei, 31 Jahre mit einer transplantierten Leber. Das heißt, man kann wirklich sehr gut mittlerweile durch die gute Medizin, durch die Medikamente sehr gut und sehr lange damit leben. Es gibt ja die Idee einer Widerspruchslösung, die wurde in Deutschland verworfen. Jetzt hat sie der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach wieder ins Spiel gebracht. Auch der hessische Minister Kai Klose unterstützt das offenbar. Was halten Sie davon? Die Widerspruchslöse wäre im Prinzip ein Commitment, ein Ja, wir wollen Menschenleben retten durch Transplantation und damit müssen wir Organspende machen. Der Normalzustand wäre, dass eben im Prinzip jeder Organspender ist. Und wenn wir die Umfragen uns angucken, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sind 85% der Bevölkerung ja für Organspende. Warum dann das nicht als Grundlage nehmen? Prinzipiell möchte man und deswegen wäre das logisch, dann die Widerspruchslösung durchaus zu akzeptieren. Ana Paula Barreirusch von der Deutschen Stiftung Organspende. Vielen Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Was ist der Kasseler Bergpark ohne die Wasserspiele? Nach 2 Jahren Pause erstrahlen sie jetzt wieder in nächtlichem Glanz. Von den Kaskaden über die Teufelsbrücke bis zum Aquädukt und der großen Fontäne sind alle Stationen illuminiert. Der Bergpark leuchtet wieder. Auch heute Abend ab 21.45 Uhr. Am Pfingstsonntag sowie am Montag sind weitere Wasserspektakel zu erleben.
Am Pfingstwochenende schwingen sich in Osthessen viele Menschen aufs Rad. Mit rund 10.000 Startern pro Saison ist der Rhön Special Cup seit 30 Jahren hessenweit das größte regionale Radereignis. Heute und morgen stehen den ganzen Tag die Rhön-Rundfahrt und der Rhön-Radmarathon auf dem Programm. Start und Ziel sind in Bimbach, westlich von Fulda. Vom 20 Kilometer Rundkurs bis zur 302 Kilometer Tour ist alles für große und kleine Radsportbegeisterte dabei. Robin Hood, Kämpfer für Gerechtigkeit, der beste Bogenschütze Englands, was für eine Geschichte. Zigmal verfilmt und ab heute in Fulda als Musical. Die Musik hat auch ein Meister seines Fachs geschrieben, der König Löwenherz der Popmusik, Chris de Burgh. Don't pay the ferryman, Freiheit für Nottingham. Chris de Burgh bringt den Sherwood Forest zum Beben. Doch wie viele seiner Hits hat der Popstar in seinem Musical versteckt? Zwei habe ich gehört. Haben Sie mehr gehört? Ich habe jetzt auch nur die zwei. Ja, den Ferryman haben wir auf jeden Fall rausgehört. In the Line of Fire ist mit drin. Richtig. Und auch so ein bisschen so die Grundmusik von Moonfleet ist auch mit dabei. Die Auflösung gibt der Popkönig aus Irland persönlich. I heard two Chris de Burgh songs. Did I miss one? Du hast sechs Lieder vergessen. Es sind insgesamt acht. Über 200 Gold- und Platinauszeichnungen hat Chris de Burgh bereits gesammelt. Mit 73 Jahren will er es nochmal wissen und arrangierte zusammen mit dem Fuldaer Komponisten Dennis Martin sein erstes Musical. Ich habe an die 340 Lieder geschrieben, doch das ist etwas anderes. In einem Musical wird plötzlich nach der Hälfte des Liedes gesprochen. Sowas passiert eigentlich nicht bei mir. Doch das gehört alles zum Prozess. Ich habe eine Menge gelernt. Es war eine Herausforderung und ich habe es geliebt. Chris de Burghs eigene Familiengeschichte soll bis in die Zeit von King John zurückreichen. Und auch Robin Hood ist ja heute so etwas wie ein Popstar. Doch dieser hier möchte anders sein. Gebrochen von seinen Erlebnissen im Krieg hat er sich von seiner großen Liebe Marian entfremdet. Die starke Frau wird kurzerhand selbst zur heimlichen Heldin des Stücks. Den Zuschauern scheint diese Interpretation zu gefallen. Tolle Musik, tolle Schauspieler, ganz tolle Tänzer, ganz tolle Kostüme. Also mir hat es sehr gut gefallen. Es war Action auf der Bühne, es waren auch sehr bewegende Momente dabei. Ich mag Chris de Burgh seit der 10. Klasse. Deswegen habe ich seit 2 Jahren schon die Karte und war drauf. Und bin gestern angereist, hier den Nachmittag hier in der Innenstadt, war auch schön. Und das Konzert ist einfach klasse. Das lohnt sich. Corona machte den Veranstaltern immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Auch nach 2 Jahren Verspätung stand die Premiere bis zum Schluss auf der Kippe. Wir hatten in der Probenzeit Corona-Fälle. Dann haben wir ja hier das Schlosstheater frisch renoviert innen drin. Wir haben bis vor einer Woche noch in der Baustelle geprobt. Nach der Baustelle nun also ein Hauch von Glamour in Fulda. Und glaubt man Chris de Burgh, dann hat es ihm die Stadt schon länger angetan. Etwas an diesem Ort ist ganz besonders. Für mich war es leicht, Dennis und den anderen zuzusagen, um herzukommen und mit ihnen zu arbeiten. Denn ich liebe einfach diese kleine Stadt. Und die Fulda lieben seine Musik. Wer sich selbst überzeugen will, kann das Musical noch bis zum 16. Oktober besuchen. Mappershain, ein Ortsteil von Heidenroth im Rheingau-Taunus-Kreis, ist unser dolles Dorf der Woche. Mit viel Wald und da gibt es ein über 20 Meter tiefes, geheimnisvolles Loch. Um das zu ergründen, hat unser Kameramann extra eine Minikamera an ein Seil gebunden, in der Hoffnung, so mehr über den Höllenschlund zu erfahren. Aber der Reihe nach. Mappershain. Hier gibt's sehr kleine Bäche, kleine Kinder, große Kinder, Katzen, einen Frauenstammtisch und irgendwie scheinen Autos hier eine besondere Rolle zu spielen. Viel Spaß! Besonders alte. Mehr dazu später. Mappershain, direkt an der Bäderstraße gelegen, hat 250 stolze Einwohnerinnen und Einwohner. Einen Bäcker gibt es hier nicht, einen Metzger auch nicht, einen Supermarkt, nee, nicht mal eine Kirche hat der Ort. Dafür einen anderen, besonderen Vorteil.
Es ist unfassbar, wie schön hier die Menschen sind. Man sagt ja so, die Schönheit kommt von innen. Und so ist es auch hier im Dorf. Also es gibt die äußere Schönheit und die innere Schönheit. Man fühlt es einfach. Und wenn dann beides stimmt, dann ist es doppelt schön. Und wandern kann man hier gut. Hier verläuft der Whisper Trail. Immerhin ausgezeichnet als einer der besten Wanderwege Deutschlands. Er verbindet den Rheinsteig mit dem Limes-Erlebnispfad. Den Namen Whisper Trail hat er von einer Quelle, die das kleine Dorf irgendwie mit der großen, weiten Welt verbindet. Hier stehen wir an der Whisper-Quelle. Das ist für unsere Region ein sehr wichtiger kleiner Fluss, der hier seinen Ursprung hat, in 45 Kilometer Entfernung in den Rhein fließt und dann in die Nordsee und als Regentropfen wieder zu uns zurückkommt und da die Verbindung zur großen Welt herstellt. Und für die Kinder im Dorf ist die Whisper nicht selten der erste Kontakt mit der Natur. Sieht man an den Hölzern und Ästen, die hier rumliegen, dass die Kinder bis heute eben immer mal hierher kommen und hier ihren Spaß haben. Und Mappershain hat Wald. Ganz viel Wald. Und mittendrin ein Loch. Und was für eins. 5 Meter breit und über 20 Meter tief. Entstanden wohl vor über 200 Jahren. Das ist ein Lüftungsschacht von einem Schieferbergwerk. Es gab hier sehr viel Schieferbergbau, auch in Mappershain früher. Und das sind so die letzten Relikte und Kleinode, die es zu beachten gilt. Ja. Und weil niemand mehr hinkommen kann, weiß auch keiner so genau, was in dem Loch wohl so drin ist. Die Mythen ranken. Es gibt hier ein Stück weiter eine Gewann, die heißt die Mordegg. Wir hoffen, dass das nie Wahrheit war, wie diese Bezeichnung jetzt in dem Raum steht. Und wir hoffen auch, dass keine Delinquenten dann hier geendet sind. Ja. Am Ortsmittelpunkt, dem Brunnen, haben es sich die Damen bequem gemacht. Nicht nur, weil es beruhigend plätschert, sondern gleichzeitig auch die richtige Kühlung hat. Das ist übrigens auch etwas, was an Mappershain ganz besonders ist. Denn hier sitzen gebürtige Mappershainerinnen Seite an Seite mit Zugezogenen. Aufgenommen in die Dorfgemeinschaft werden hier nämlich alle, wenn sie denn wollen. Ich bin aber auch von selber aktiv geworden. Also ich habe nicht gewartet, dass jemand kommt. Sondern ich bin selbst auf die Frauen zugegangen und das hat wunderbar geklappt. Und wir fahren schon seit 33 Jahren jedes Jahr 5 Tage in Urlaub. Nur wir Frauen, das soll mal einer nachmachen. Ohne Streit, ohne alles. Bis auf die Damen trifft man hier aber wenige Menschen auf der Straße. Hier wird gewohnt. Gearbeitet wird vor allem im nahen Wiesbaden, Limburg oder in Frankfurt. Und auch eine Schule gibt es hier nicht mehr. Dementsprechend leer sind die Straßen tagsüber. Das gibt uns Zeit, mal genauer zu schauen, was das eigentlich mit den alten Autos so auf sich hat. Und erfahren, Mappershain ist verrückt nach Stockcars. Ihre Autos sind zurzeit alles Schrott, werden erst zum Herbst wieder instand gesetzt. Die Liebe zum Stockcar ist aber ungebrochen. Faszinierend ist das, zum einen das Bauen, das Treffen mit anderen, zusammen schrauben, gucken, wie man was baut, wie es am besten nachher funktionieren könnte. Auch mal ein Bierchen trinken. Der Sinn beim Stockcar-Rennen ist es nicht, der Schnellste zu sein, sondern möglichst viele Mitkonkurrenten so anzustupsen, dass sie sich drehen oder gar überschlagen. Das bringt Punkte und begeistert hier generationsübergreifend. Von meinem Papa. Also der ist gefahren und eine Freundin von mir ist auch schon gefahren. Und ich wollte es auch mal ausprobieren und es ist auch echt lustig. Die Schule ist um und das Leben kehrt ins Dorf zurück. Und wir lernen schnell, den Rausch der Geschwindigkeit bekommt man hier wohl in die Wiege gelegt. Tja, für die positiv verrückten Menschen in Mappershain gilt eben: Mappershain, unser tolles Dorf! Ich glaube, das gilt auch für Braunsen bei Bad Arolsen. Da gibt's das Brauniewood Festival. Was ist das? Brauniewood Festival? Tja, das ist schwer zu beschreiben. Schauen Sie am besten mal selbst. Action, Spaß und Partystimmung. An diesem Wochenende pilgern hunderte Feierwütige in das 150-Seelendorf Braunsen bei Bad Arolsen. Normalerweise gibt es hier noch nicht einmal Handyempfang. Ja, wir grasen ab und zu mal ein paar Kühe oder hier ist halt Wiese, ne? Also sonst quasi nichts. Und es ist halt schön zu sehen, wie die gesamten Puzzlestücke jetzt in sich greifen und hier das Gesamtbild halt jetzt zu sehen ist. Und ja, fällt einem schon ein Stein vom Herzen, dass das jetzt alles so passt, wie man sich das auf Zettel, Papier und auch im Kopf gedacht hat.
Unser Browniewood Festival soll ein Spielplatz für Erwachsene sein, sagen Andreas Pape und André Bangert. Mit extravaganten Gimmicks. Hier die quasi selbst erfundene Baggerschleuder. Angefangen hat alles mit einem Junggesellenabschied für Kumpel Christian vor 4 Jahren. Schon damals auf genau derselben Dorfwiese hier in Braunsen. Ja, das Konzept ist da voll aufgegangen. Das haben die Leute auf dem Junggesellenabschied, die 32 Männer, haben das richtig gefeiert. Ja, und so war die Idee geboren. Also wir sind nicht die klassischen Eventmanager, oder das wollen wir auch überhaupt nicht sein. Wir sind da so reingerutscht durch diese Idee, die wir hatten. Wir haben daran geglaubt und ja, nach wie vor glauben wir da dran und wir machen halt so ein bisschen unseren Style. Während draußen die Bässe wummern, wird im Schwitzstübli entspannt. Das macht Spaß, ey. Gerade früh morgens, wenn du reingehst, boah, da hast du gleich Power. Abduschen und dann geht die Party ab. Das macht Spaß. Viele Gäste kommen aus der Umgebung. Endlich mal wieder richtig was los hier. So neben Viehmarkt, das ist ja dann auch bald, aber sonst ist relativ wenig, außer mal eine Kirmes. Und sowas haben wir hier sonst einfach nicht. Das ist schon toll, auf jeden Fall. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass in so einer kleinen Region aus unserer Nähe sowas Großes aufgebaut wird. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, hier. Ich habe das so vermisst und jetzt seit einem halben Jahr kann man wieder überall Party machen. Das erste Festival dieses Jahr. Einfach nur geil. Nach 2 Jahren Corona-Zwangspause geht das Browniewood Festival dieses Jahr in die 2. Runde. Wenn es nach den Veranstaltern geht, sollen noch unzählige folgen. Ich glaube, das können jetzt alle gebrauchen. Einfach jetzt in dieser Zeit neue Freunde kennenlernen, dass sich vielleicht neue Partnerschaften ergeben, dass hier Pärchen sich bilden. Einfach, das ist doch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, oh, die sind hier auf dem Browniewood vielleicht zusammengekommen. Also die Leute wieder ein bisschen enger zusammenrücken. Ich glaube, das brauchen wir alle jetzt gerade. Und dann in den nächsten Jahren Hochzeiten hier. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es auch hier ein paar Browniewood-Kinder, wer weiß. Ein Eventfestival auf einer Kuhweide in der nordhessischen Provinz. Entstanden aus einem verrückten Junggesellenabschied. Willkommen in Browniewood. Sehr cool. Daniel Standisch sagt uns jetzt gleich, ob das Wetter morgen mitspielt. Und nach der Tagesschau nehmen wir sie mit nach Slowenien. Alpen mit Meerblick heißt es. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, bis morgen.